Okay. Wir haben noch insgesamt 13 Schüsse. Und würde mal sagen, von Hand of Blood zu dir. Oh, das ist aber schön. Hallo. Sehr schön, freut mich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier raus. Wir haben, glaube ich... Oh, warte mal, können wir irgendwelche Dinge hier verstauen vielleicht, die wir nicht brauchen? Ich glaube, wir könnten das Gras, das wir haben, hier drinnen verstauen, oder? Wir packen das mal hier rein. So, das Kraut. Das Kraut lassen wir hier, weil das können wir, glaube ich, unterwegs sowieso nicht benutzen. Wir haben einen Schuss für die... Für eine Shotgun ist das, glaube ich. Dann haben wir wenigstens einen Inventarplatz. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das einfach da lassen. Wie gesagt, ich glaube, unterwegs können wir das sowieso nicht... Oder können wir das unterwegs benutzen? Doch, ich glaube schon. Aber scheiß drauf, wir lassen das einfach mal da. Und wir gehen jetzt zum Foyer, glaube ich, ne? Ist das? Hallo. Ist das das Foyer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier vorne rein. Flops, da haben wir dieses komische Ding. Rein damit und... Open these gates, Gorbachev. Aha. Beruhigend. Beruhigend. Okay. Shoot me. Schieß auf mich. Oh, hier war Kraut. Okay. Ja. War das jetzt so gut, auf den zu schießen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Tür wieder zu. Eine antike Münze. Die nehmen wir mit. Ich weiß nicht, was die antiken Münzen, ob das... Nee, ey. Ob das irgendwelche Sammeldinger sind oder ob wir die noch brauchen. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen erstmal ans Teflon. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Okay. Also der Vater ist wohl scheinbar noch nicht oft gestorben. Oder gibt es viele, die es probiert haben, ihn zu töten? Ich weiß es nicht, aber scheinbar ist das ein ziemlich harter Hund, der Dude. Hm. Okay. Okay, 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 okay. Oh, da liegen Chips, guck mal. Das sind aber keine Lace-Chips, von daher sind das wahrscheinlich beschissene Chips. Die schmecken wahrscheinlich nach Schwacke. Denke ich mal. Ich bin überfordert. Wenn das so große Räume sind, bin ich immer überfordert. Ich will immer überall hingucken. Oh, Chemikalien. Jetzt hätten wir mit dem Kraut, das wir dort gelassen haben... Ah, nee, warte mal. Wir können. Warte mal. Nice. Cool. Haben wir ein bisschen Dingens gemacht. Was haben wir hier? Ah, da können wir irgendwas hinstellen wahrscheinlich. Irgendeine... Was? Ah, okay, okay. Ich denke mal, dass wir da irgendeine Figur hinstellen können. Und wenn wir die dann da stehen haben, können wir mit dieser Schattengeschichte hier da wahrscheinlich irgendwas drauf projizieren. Wir brauchen aber erstmal die Figur, die wir da hinstellen müssen. Und wo wir die finden, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Oh, das Shotgun. Hallo? Dürfte ich mir die mal ausleihen, bitte? Hallo? 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 Gut, das finde ich jetzt aber ein bisschen uncool, muss ich sagen. Müssen wir die vielleicht wieder... Alles klar. Okay, ich glaube, wir dürfen die Shotgun nicht mitnehmen. Dann lassen wir die erstmal noch liegen.
warum? Wie können wir das hinkriegen? Dass wir die Schrodi-Schrotmann mitnehmen können. Mal gucken. Neue Streaming-Kammer. Wäre auf jeden Fall größer als meine aktuelle, ne? Okay, auf den haben wir geschossen. Ich glaube, wir sind soweit hier unten durch. Da ist wieder so eine Einkerbung und das sieht mir nach drei Teilen aus. Drei Wolfsköpfe, Hundeköpfe, irgendwas? Dreiköpfiger Hund, aber die Köpfe fehlen, natürlich. Natürlich fehlen die Köpfe. Ah ja. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Hobel von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Miss Midkiff fehlt dann seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht Sesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Alyssa Ashcroft, 19. Januar 2016. Aha. Ja. Wahrscheinlich sind die irgendwo im Bauch von dem Opa. Schätze ich mal. Können wir diese Uhr da reinpacken? Nein. Living Room. Ah ja. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Okay, wir gehen einfach mal nach oben. Würde ich mal sagen. Frage ist natürlich immer, will man das? Will man das nicht? Ja. Ja. Natürlich. Die Oma. Wer auch sonst? Dietrich vielleicht? Natürlich nicht. Passt ein Dietrich nicht einfach in jedes Schloss? Egal. Oh, ein Bild. Evelyn, 2. Mai 2014. Aha. Okay, Omi sitzt immer noch da hinten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Omi, du bleibst doch da, wo du bist, ne? Mach keinen Scheiß. Oma. Schön. Sitzen bleiben. Verstanden? Okay. Oh, ein Footballhelm. Vielleicht ist das das Hobby des Vaters. Bitte rede nicht über den Typen so, als wenn der irgendwie gut wäre oder als ob der irgendwas hätte, was man... Ne? Auf da. Mit. Was war das? Dietrich? Ha, natürlich nicht. Ey. Als ob. Morgen. Ist aber an sich kein hässliches Anwesen, ne? Dietrich? Natürlich nicht. Oh. Keine Ahnung, ich schieße einfach mal auf die Dinger. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Margaret bringt den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Aha. Verarbeitungsbereich, ich verstehe. Oh, eine Videokassette. Warte, machen wir gleich. Ich gucke mal hier gerade ganz kurz nochmal um, ob wir noch irgendwas finden. In der Mülltonne zum Beispiel finden wir Schießpulver. Aha. Und ein Buch. Alles klar. Hat ein bisschen was von einem Wimmelbildspiel, ne? Ist irgendwie lustig. 2. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände davon zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen.
Das Wasser... Ach, das ist der 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das weiß, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid sagen. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Aha. Ich muss ja sagen, wenn ich an Bayou denke, muss ich automatisch an Mafia 3 denken. Hat ja auch im Bayou gespielt. Und Mafia 3 war tatsächlich damals eines der ersten Spiele, das wir gestreamt haben. Oder? Nee, Quatsch. War nicht eines der ersten Spiele, aber das haben wir damals gestreamt, das weiß ich noch. Aha. Aha, aha. Ah. Ah ja, ah ja, ah ja. Okay, okay. Das ist nix. Hier geht's auf die Terrasse. Ach komm, bevor wir jetzt auf die Terrasse gehen, wir packen erstmal die Videokassette rein und guck mal. Mia. Heißt diese Kassette, heißt Mia. Ach du Scheiße. Ich habe ein bisschen Angst. Mia Winters, Old House. Juli 19. Juli 2017. Ethan, please watch this. Ethan, wenn du sie findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Da bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Oh. Hä? Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Oh. Alter, wie scary ist das denn? Die kommt mit. Die kommt mit. Ach du Scheiße. WTF. Alles klar. Geh das mal alle Türen zu. Okay. Geil. Okay. Ich bin nicht deine Mami. Was ist das? Ey. Ich hasse das. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von. Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Ich glaube, das Versteck ist scheiße. Ich habe getan, dass ich das verdiene. Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Margaret ist da. Margaret! Margaret! Eine Spinne. Ah! Dieses Haus hat mehr gesehen, als du dir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Du verstehst es einfach. Ach toll. Kümmert es dich einfach nur nicht. Verpiss dich. Ich weiß, dass du und Joey etwas ausgeben. Ich weiß, dass ihr etwas planen. Was ist das? Ich weiß nicht, was du mit diesen Bieten anstellen willst. Margaret. Okay, Margaret verpisst sich, glaube ich, wieder. Hierher. Oh, geil. Oh, fuck you, Margaret. Geh nach links, Margaret.
Margaret, geh nach links. Komm nicht hierher. Verpiss dich, Margaret. Wirst du erstmal was gegen deine nervösen Zuckungen machst, Mädchen? Warte mal. Ganz kurz, ich mach mal ganz kurz die Stimmen doch wieder ein bisschen lauter. Noch ein bisschen arg leise. Wir öffnen unser Zuhause! Wir öffnen unsere Herzen! Ah ja. Was machst du? Entschuldigung. Sorry, Margaret. March. Marchi, es tut mir leid. Was muss ich denn jetzt hier machen? Verdammte Axt. Ah, yo. Warte. Ah, fast. Die Frage ist, wie drehe ich denn das? So, oder? Hä, das sah doch eigentlich voll gut aus gerade. Ich das hasse. Okay, das mit dem Drehen ist echt für den Arsch, ne? Dass es da nicht irgendeine Taste gibt. Damit man das auf den Kopf drehen kann oder so, das. Oh, das nervt. Komm, jetzt muss es rechts nur ein bisschen höher, Mann. Ah, ich muss mit F bestätigen. Ach so. Lol. Toll, ich hatte es gerade fast. Scheiße. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht gleich wieder. So. Oder? Nee. Ah. Okay, ich dachte, das geht automatisch, aber okay. Alles klar. Ich hoffe, hier ist jetzt nicht diese Spinne hier irgendwo drin, sonst kriege ich einen Anfall. Dann mache ich das Spiel aus. Wenn hier irgendwas mit einer Spinne kommt, bin ich raus. Da kommt doch gleich irgendwas. War das Kackblach nicht vorhin irgendwo? Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Nein, 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 nein. Du! Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Marchi! Marchi, Marchi, Marchi. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du hast verdammt nochmal nicht auf. Nein, 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 nein. Versuch nicht, deinen Teil der Schuld zu entkommen. Führt kein Weg raus, Fräulein.
Ich finde die Alte noch fast unheimlicher als den Vater, ey. Ohne Scheiß. Der Vater war halt einfach nur brutal. Und ziemlich krank. Aber die Alte ist echt übel. Hallo? Hallo? Wo denkst du, dass du hingehst? Also die Alte ist echt... Was haben sie dir angetan, Mia? Die ist echt übel, die Alte. Die Wo denkst du, dass du hingehst? Boah, ey. Was für ein mieses Vibe. Widerlich, die Alte. Okay, warte mal, wo waren wir hier stehen geblieben? Wir hatten die Videokassette gehabt, wir hatten das gehabt, das gehabt, das gehabt. Ja, wir können hier rausgehen. Gut, hässlich. Sie ist halt anders, würde ich sagen. Ja, sie ist anders. Scheiße, ich komme die Kiste nicht dran. Haben wir irgendwas, um die kaputt zu machen damit? Wir hatten mal... Ach, wir haben noch das Messer hier, ne? Gut. So geht's natürlich auch. Ich wollte zwar das Messer nehmen, aber so geht's auch. Wie, das kann nicht aufgebrochen werden? Ah. Endlich hat das mal geklappt. Und endlich haben wir mal... den Dietrich gebraucht. Sehr schön. Hier... haben wir gerade sehr viel Herzschlag. Wo gehen wir denn jetzt zuerst hin? Sie hat bestimmt innere Werte. Glaube ich nicht. Ich glaube, die ist ein bisschen Psycho, die Alte. Oh. Chemikalien. Sehr schön. Okay. Gibt's nix? Oh. Was immer es ist. Ein abscheulicher Haufen von wer weiß auch was immer. Ja, ich... Ich will es ehrlich gesagt gerade auch nicht wissen. Was das genau ist. Oh, die Toilette. Ein Münzchen. Ui. Warte. Ui. Na, wenigstens einer hat Spaß. Okay. Was? Höllische Sache nicht. Ganz sicher besser als es geht. Alter. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Ciao. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Vater, jetzt hör mal auf. Wir gehen hier vorne lang. Alles klar, Omi ist auch wieder weg. Nice.